Und damit hallo und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Chrisney. Und im Hintergrund seht ihr wieder ein CSGO Gameplay, die Highlights von einem Match auf der Map Mirage. Ja, mein Thema heute passt auch ein bisschen zu dem Spiel, was ihr im Moment gerade seht im Hintergrund. Und zwar soll es in der heutigen Folge um Ego-Shooter und den Bezug zur Realität gehen, also Waffen in der Realität und im virtuellen Spiel. Weil ich im Moment auch aktuell so eine kleine Auseinandersetzung mit mir selbst habe eigentlich, weil ich möchte gerne einen CSGO-Movie drehen und dafür brauche ich halt Waffen, die echt aussehen, die Originalgröße haben, und da habe ich mir sehr viele Software-Seiten angeschaut und gute Waffen, die echt nachgebaut wurden, gefunden. Originalmesser, da waren Granaten, die so echt aussahen. Und vor allem auch Kleidung, die dann Militär-Look hatte, die Taliban-Look hatte. Und da habe ich mir das Richtige rausgesucht. Und wir sind jetzt im Moment in der Vorbereitung zu einem Film. Und dann hatte ich mit meinem Kollegen, dem Nikolas, darüber geredet, dass das ja schon irgendwie sehr komisch ist. Wir sind dann auf eine Seite gestoßen, die echte Waffen, die wirklich verwendet wurde, verkauft hat, die dann quasi unbrauchbar gemacht wurden, aber die man sich als Deko in den Raum hängen kann. Und das finden wir schon sehr makaber, weil auch wenn ich jetzt den Film drehe und natürlich kommen da Waffen vor und natürlich werden in dem Film Menschen getötet, sag ich mal in Anführungszeichen, oder virtuell getötet werden sie im Film. Aber für mich ist das kein Bezug auf die Realität, auf das echte Leben. Für mich, ich kann immer noch klar differenzieren zwischen Film, Spiel und Realität. Trotzdem ist es ein bisschen komisch, weil man fragt sich halt, warum guckt man sich an, dass Leute erschossen werden und dabei umkommen. Aber das ist fast in jedem Actionfilm so. Das ist einfach diese Spannung, die vermittelt wird, und das ist einfach Action pur, und das schauen sich Leute sehr gerne an. Und ich glaube, es geht in den Filmen nicht wirklich darum, einfach Leute sterben zu sehen, sondern einfach die Action zu haben, die Bewegung in dem Spielfilm, wie man es halt nehmen will. Also ich finde Counter-Strike auch nicht unbedingt als Ballerspiel. Ich würde es nicht auf keinen Fall als Ballerspiel bezeichnen. Ich würde es eher als Taktik-Shooter bezeichnen, als ein Spiel, indem man sich absprechen muss, quasi wie Fangen, nur halt mit Waffen. Klingt zwar komisch, ist aber für mich irgendwie so. Ich finde, es hat einfach nur mit einem Fünfer-Team zu tun, was sich untereinander gut versteht, was Spaß an dem Spiel hat, aber auch koordiniert irgendwelche Züge, wie Schachzüge quasi, ausführen kann. Und darum geht's und nicht darum, irgendjemandem das Hirn wegzupusten. Auch wenn das Spiel an sich so eine Aufmache hat, Terrorist oder CT zu sein. Ich will nochmal zurückkommen auf den Film, den wir vorbereiten. Wir haben uns da jetzt eine AK und eine M4A4 ausgesucht, und da werden wir vielleicht sogar noch Skins draufmalen, die es im Spiel Counter-Strike auch gibt, die man kaufen kann. Mal gucken, ich hatte vor, bei der AK eine AK First Class draus zu machen. Das bedeutet, die beiden Holzelemente, die Schulterpartie und der Handgriff vorne, werden mit Leder überzogen. Das wäre natürlich schon eine krasse Sache, wenn ich das hinbekomme. Und wir wollen viele Specials bringen, zum Beispiel die M4 soll die M4 Asimov werden von meinem Kollegen. Das wäre richtig geil, wenn das klappt. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, ich wollte euch einfach nur kurz die Meinung dazu sagen, weil das mich irgendwie ein bisschen beschäftigt hatte, dieses Waffen in echt und im Spiel. Das ist ja auch immer ein Thema, was oft diskutiert wird, von wegen Ballerspiele oder Ego-Shooter, die zu Amokläufen anregen. Ich finde das, also für Leute, die unbelastet in so ein Spiel gehen, die nicht irgendwie, sag ich mal, eine Störung haben oder die schon sowieso einen Hang zur Gewalt haben, ist das Spiel nichts Gefährdendes. Ich finde eher, dass Leute, die so Neigungen haben, so Spiele halt natürlich suchen. Und diese Spiele auch vielleicht anders darstellen, als es ist. Kommen wir nochmal zurück auf unser Projekt, das wir vorhaben. Wir wollen ein Real-Life-CSGO-Video bringen, mit ein bisschen Story auf jeden Fall dabei. Quasi 5 gegen 5 Matchmaking, aber halt richtig geil verpackt mit Originalwaffen, wo Skins dabei sein sollen.
und aus der Ego-Perspektive, aber auch aus anderen Perspektiven. Das war's jetzt schon wieder mit dem Commentary. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich werde jetzt diese Woche noch ein Video bringen und das war's dann. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, euer Chris. Ciao.